Oh, Scheiße. Benvenuti nella mia cucina. Heißt so viel wie herzlich willkommen in meiner Küche, wenn sich der Google Translator nicht vertan hat. Ja, heute wird's italienisch hier. Wir machen Thunfischpizza. Und zwar nicht aus herkömmlichem Boden, sondern, wie ihr es erahnen könnt, aus Blumenkohlboden. So, und hier kommen wir nun zu den restlichen Zutaten, die wir brauchen. Hier haben wir zum einen Light Mozzarella. Dann haben wir hier Lachsschinken. Wir haben eine Dose Thunfisch. Dann haben wir eine Zwiebel. Wir haben drei kleine Eierchen. Dazu haben wir hier hinten noch eine Dingens hier, Tüte Parmesan, passierte Tomaten und unseren Star aus den letzten Videos, unseren Mixer und Rucola zum Anrichten, damit das Auge auch was Schönes zum Essen hat und es schön grün auf dem Teller hinterher aussieht. Ja, das ist unser Blumenkohl. Hier eine kleine Kostprobe, wie er aussieht. Schön zart kochen. Und ja, was ist denn da passiert? Ja, schauen wir uns doch mal in der Super Slow-Mo nochmal an, diesen riesen Fail, der uns hier unterlaufen ist. Mitten in der Küche entsteht ein See aus Blumenkohlwasser. Ja, die Füße waren nass, der Boden war nass, eine riesen Pfütze war auf dem Boden und ich kann euch sagen, das Gelächter war definitiv groß. Hauen wir das Wasser mit dem Blumenkohl doch lieber in den dafür vorgesehenen Behälter. Schön in ein Sieb hinein. Und wichtig ist, lasst ihn abkühlen. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich gemacht, aber ja, lasst ihn abkühlen. Der ist schweineheiß. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Wasser aus dem Blumenkohl herauszubekommen. Einmal, ihr lasst ihn 3 Tage lang trocknen. Schlechte Variante. Die nächste Variante ist hier mit Küchenrolle. Ist jetzt, sag ich mal, es funktioniert. Es funktioniert, aber es ist nicht der Hit. So, der Hit ist aus Omas Zeiten. Und ich würde mich mal gerne über eure Kommentare freuen, wenn ihr mir schreibt, wer von euch so ein Gerät noch im Schrank hat. Wir haben es zum Glück noch und ja, ich konnte darauf zurückgreifen und den Blumenkohl hier schön in Schwung versetzen. Ja, Schwung versetzen ist ein super Stichwort, denn unser Blumenkohl nimmt hier gerade an Fahrt auf, genauso wie unser Kanal hier, oder eher gesagt, mein Kanal hier bei YouTube. Denn ich werde morgen ein Video produzieren, wo ich meinen Workout mache, um euch einfach mal ein paar Übungen auch zu zeigen, um ja, zu zeigen, was es gebracht hat. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt und ja, irgendwas da lasst. So, jetzt haben wir hier den getrockneten Blumenkohl. Den hauen wir hier schön in unsere, Schüssel von unserem zweiten Star hier am Kochfirmament hier, unsere Küchenhilfe, die alles, ja, bearbeitet und wo wir nicht mehr hier mit einem Rührgerät stehen müssen, um unseren Teig zu rühren. Ja, hauen wir hier mal eben die 3 Eierchen rein. Hierbei ist nicht viel zu sagen. Wie gesagt, keine Schale rein donnern. Das knirscht zwischen den Zähnen und ist auch nicht sehr schmackhaft. Jo, jetzt kommen wir zu was anderem, nicht schmackhaften. Im Sinne von Augentränen, Heulen und ja, Kreischattacken bekommen. Eine Zwiebel. Wie schneidet man am besten eine Zwiebel? Also nicht das Schneiden an sich, sondern so, dass man nicht besagte Heulattacken bekommt und völlige Verzweiflung ausbricht und ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe einen Tipp bekommen. Und zwar eine Taucherbrille aufsetzen. Klingt blöd, sieht blöd bestimmt aus. Und ich werde es im nächsten Video, wenn ich wieder kochen werde, mit Zwiebeln oder so, werde ich es mal vorstellen. Wie es aussieht und ob es was bringt, dass man hier nicht mehr heulen muss bei Zwiebeln schneiden.
Ja, das würde einen schon sehr viel weiterbringen im Leben. Hier, also ich mache das halt dann immer so mit der Zwiebel, dass ich immer versuche, so schnellstmöglich halt die Haut da abzubekommen und ja, hau die dann hier in so einen Mixer rein und der Mixer macht dann für mich die Arbeit und die ganzen Dämpfe, die dann halt beim Schneiden austreten, die bleiben dann da schön drin und ja, ich krieg sie nicht in die Augen und muss jetzt halt nicht so extrem weinen. Ja. Männer weinen auch manchmal. Aber entweder nur heimlich oder beim Zwiebeln schälen. Ja, hauen wir die Zwiebel noch hier in den Teich, denn wir brauchen ja Masse. Wir haben weder Mehl da drin, noch Hefe da drin, noch Zucker drin, noch sonst irgendwelche schädlichen Substanzen, nenne ich es jetzt einfach mal, die jetzt nicht zum philetischen Ernährungsplan gehören. Dafür haben wir jetzt hier drin Blumenkohl und Zwiebelmasse. Und Eier übrigens auch noch. Jetzt schütten wir gerade den Parmesan noch hinzu und stellen das alles wie unter unseren, ja, vorhin schon erwähnten Megastar aus den letzten Videos. Die Leute, die mich, ja, weiter begleiten und die die Videos davor schon gesehen haben, haben ihn auch schon gesehen. Unseren Rührer. Ja, hier verteilen wir jetzt nun die ganze, das gesamte Masse schön auf dem Backblech, auf Backpapier. Wie gesagt, das ist halt sehr wichtig, dass dieser Blumenkohl halt recht trocken ist, weil man sonst hier halt irgend so eine Pampe bekommt. Die Pampe wird da nicht richtig hart im Ofen und ja, das führt nur zu Problemen und sieht kacke aus, schmeckt jetzt auch nicht so, ja, ist halt einfach nicht der Hit, sag ich mal, ne? Also wie gesagt, der Blumenkohl muss richtig schön trocken sein, damit wir hinterher einen richtig schönen Teich bekommen. Wundert euch nicht, dass der Teich nicht hochgeht, funktioniert ja nun mal auch nicht, ne? Aber ich sag mal so, die Originalpizza aus Bella Italia kommt auch nicht hoch normalerweise. Wenn man so die richtige ursprüngliche Pizza betrachtet, hat sie einen sehr, sehr dünnen Boden, halt mit relativ viel Belag. Habe ich mal irgendwo gehört. Ja, gut. Also, wir verteilen jetzt hier schön gemütlich mit unserem Löffel die, ja, Spachtelmasse hier. Und, ja, was ist noch wichtig dabei zu sagen? Wichtig ist dabei zu sagen, nicht zu wenig Blumenkohl zu nehmen. Ich habe nämlich einen gekauft, der war unter 500 Gramm schwer. Und ja, dann habe ich jetzt halt nicht so viel Teig. Also besser wäre es schon so 700, 800 Gramm Blumenkohl zu holen. Ja, wäre halt einfach ein bisschen schicker. So, jetzt ist unser Teich schon im Prinzip fast fertig. Wir haben unseren Backofen auf Ober-Unterhitze aufgewärmt. 220 Grad. Ja. Der Teich muss jetzt nun 35 Minuten im Backofen verweilen, bevor wir ihn halt wieder rausholen. In der Zeit können wir hier den Mozzarella vorbereiten, den Thunfisch und die passierten Tomaten öffnen, welche wir jetzt nun auch schön auf unseren gerade frisch aus dem Backofen geholten Teich streichen. Man sieht schön an der bräunlichen Färbung, dieser Teich ist kross geworden. Der ist wirklich schön kross, der ist durch, der, ja, das macht Spaß, diesen Teich zu essen und diese Pizza zu essen. Also sie war auch sehr lecker, muss ich sagen. Und ja, wir betreiben ja hier im Prinzip nichts anderes als Körperverarsche. Also wir gaukeln unserem Körper ja vor, hey, heute gibt es eine richtig gute, lecker, schmecker Pizza. Und der Körper sagt, oh ja, cool, eine Pizza hatte ich auch schon lange nicht mehr nach dem ganzen Salat. Und ja, dann hat der Körper halt vielleicht nicht mehr unbedingt so das Verlangen nach einer richtigen Pizza. So ist es ja bei verschiedenen anderen Sachen auch. Ich habe hier super Rezepte für Snacks, habe ich hier bekommen über Freeletics. Die sind richtig hammergut und die helfen auch wirklich über diese Durststrecke hinaus, wenn man mal richtig Bock auf ein Stück Schokolade hat oder irgendwie sowas. Wichtig ist nur, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel, wirklich was zu reißen, den Arsch hochzubekommen von der Couch und wirklich was zu machen, an sich zu arbeiten. Es war wirklich ein schwieriger Weg bis jetzt und es ist, dieser Weg ist auch noch lange, lange, lange nicht zu Ende und wie gesagt, ich werde das hier jetzt ab und zu mal posten und werde hier ab und zu mal ein paar Videos hochladen und wie gesagt, Kochvideos hauptsächlich und aber auch mal ein paar Workouts, wie beim nächsten Video, was ich hochladen werde und ja, wichtig ist einfach nur, keine Ausreden,
Das ist das Hauptproblem hier, während wir den Lachsschinken übrigens draufschmeißen. Keine Ausreden suchen, nicht am Montag anfangen, nicht am Dienstag anfangen, sofort anfangen. Jetzt sofort anfangen und nicht auf morgen, übermorgen oder auf nächste Woche verschieben. Denn das ist die falsche Einstellung, ganz klipp und klar. Und ich sag mal, diese Rezepte, die helfen einem wirklich über dieses Verlangen hinaus, wenn man mal wirklich Verlangen auf irgendwas Schleimiges hat, irgendwas ja, Saftiges und da sind die Rezepte schon super für geeignet. Ja, wir haben jetzt hier nach der langen Rede den Thunfisch schon drauf verteilt und der Mozzarella kommt auch noch hinauf. Und ja, dann ist es eigentlich wieder Zeit, bei 250 Grad die ganze Pizza schön gemütlich in den Ofen zu schieben und voila, die Pizza ist fertig. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Kochsendung wieder. Hier sieht man nochmal ein Bild, wie die Pizza auf dem Teller hinter aussieht, mit dem Rucola angerichtet. Ich würde sagen, es ist eine super Pizza geworden. Ist schweinelecker und ja, lasst mir doch was da. Und ja, guten Appetit und ich hoffe euch, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Xasten Makes Sport. Ciao, ciao.